ein schönes Leben. Also ich führe weiterhin ein schönes Leben. Ich treibe weiterhin keinen Sport und trinke viel und rauche gerne eine und lasse die Liebe nicht aus in meinem Leben und arbeite viel und gern. Also die Arbeit ist das, was einen letztlich immer rettet. Ist es denn so, aber es kann ja nicht nur die Arbeit sein. Also es ist ja nun hier dieses Verhaften auf Arbeit und bestimmte Dinge dann nicht mehr zu sehen, ist ja auch das, was Christoph beschrieben hat. Hat das Alter denn möglicherweise unserer Gesellschaft nicht so einen Charme? Ach, inzwischen hat sich das doch geändert. Gucken Sie mal, ich bin jetzt 66, ich sehe nicht aus wie meine Mutter mit 66. Wir sind anders, wir leben anders, wir haben einen ganz anderen Lebensentwurf. Früher war man mit 60 eine alte Frau und trug Kapotthütchen, das ist ja heute nicht so. Also auch kleine Kinder haben ja einen schweren Stand. Alles, was nicht richtig mitreden kann in der Mitte, hat es schwer. Aber das war schon immer so, glaube ich. Früher hat man die Alten mehr in die Familie eingebunden. Aber wir werden alle alt, wir werden alle sehr alt. Die Medizin ist weit heute, also wir haben noch ein tüchtiges Stück vor uns. Und die Frage ist, wie wir mit Krankheit, Sterben und Abschied umgehen. Das ist für mich die relevantere Frage als Alter. Christoph, wie sehen Sie das? Also das Vorbereiten, muss das sein, auf was danach kommt? Oder stürzt man einfach hinein? Ich glaube, dass es ja, wie Benjamin sagt, eigentlich für jeden eben das wirklich Neue ist, also der Tod. Und das kann man jetzt nicht planen, das kann man jetzt auch nicht, gibt es von Gründgens die schöne Geschichte, wo er nachher da mit der Hand im Pissbott landet, ja, hat seine ganze Beerdigung geplant, alle stehen da, Riesenbrimborium, er will jetzt richtig abtreten mit großem Tamtam und möglichst noch Musik, das klappt aber nicht, weil er sich ärgert, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Licht und dann kriegt er in dem Moment den Herzinfarkt und seine Hand fällt dann in, nee, weil er noch pinkeln muss, genau, das ist das Ding, und seine Hand fällt im Pissbott. Also so ungefähr, man kann das nicht planen, aber man kann natürlich, ich sage jetzt mal, ich gucke mir alte Leute gerne an, ich habe auch an meiner Mutter eine Riesenfreude, die sitzt da mittlerweile wie so eine Drohne im Rollstuhl und isst Schokolade, ist aber echt süß, ist echt süß und zieht da ihr Programm durch und ich finde aber auch bei alten Menschen so, dass ich dann denke, guck mal, wie hat der es geschafft, ja, was hat der für einen Weg, und dann frage ich mich auch immer bei solchen Filmen, die im Fernsehen laufen, dann wie viele Menschen da rumlaufen, deren Geschichte ich ja gar nicht weiß. Die waren vielleicht wirklich im Warschauer Ghetto oder die waren irgendwo sonst im Gefängnis oder die haben ein Riesenschicksal hinter sich. Und das versuche ich teilweise jetzt mehr als früher in den Gesichtern auch zu erkennen. Also nicht, dass man das kann, aber ich habe das große Sympathien für alte Menschen, die mehr näher zu erkennen, weil die unser Archiv sind. Das ist wirklich unser Archiv. Und daran kann man auch erkennen, da geht es nicht darum, dass sie keine Handys hatten, sondern es geht darum einfach, wie soziale Systeme früher waren. Und ich meine, meine Mutter muss jetzt eben mit einer polnischen Belegschaft auskommen, damit sie da überlebt. Früher wäre da eine Großfamilie gewesen, so war es bei ihr. Ne? Und ich hatte auch gerne eine Großfamilie, nur habe ich keine Kinder. Aber übers Alter, sag mal, ich möchte noch 35 Mal Weihnachten feiern. Das ist so mein Ziel. Also Weihnachten möchte ich eigentlich überhaupt nicht feiern. Nein, aber 35 Jahre wäre nicht schlecht. Mit dem Frühling bin ich sofort einverstanden, so wie im Moment ist. Ältere Menschen, Sie haben einen Freund oder Sie hatten einen Freund. Kann man das so sagen? Marcel Reich-Ranicki? Ja, Freund, ich habe mich, glaube ich, auch sehr gekümmert zu Zeiten, wo es um ihn etwas stiller wurde, aber auch schon vorher. Und wir waren einander verbunden, sagen wir mal so. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe ihm zu verdanken, dass man sich einfach traut, auch mit Emphase an die Literatur ranzugehen und nicht immer nur die ernsthafte Literaturkritik macht, die er ja auch gemacht hat in der Zeitung. Aber im Fernsehen war er sehr emphatisch, das habe ich abgeguckt und war dann die Nachfolgerin insofern des literarischen Quartetts und hat mich nach jeder Sendung angerufen und gelobt und ich habe ihn auch oft angerufen, wir waren zusammen in der Oper und dann gab es diesen Eklat beim ZDF und seitdem ist das vorbei. Ist vorbei, ja. Gut. Diesen Eklat wollen wir noch mal nachvollziehen, ganz kurz. Wir machen das mit einer kleinen, süßen, launigen Matz. Elke, die Sie sicherlich amüsieren wird. Hier ist es, ja, die Chronologie eines ungewöhnlichen Eklats. Folge 1. Marcel Reich-Ranicki hält beim Deutschen Fernsehpreis im Oktober 2008 eine inzwischen legendäre Wutrede über die Qualität des Fernsehens und lehnt seinen Ehrenpreis ab. Folge 2. Der Literaturpapst erhält Unterstützung von der Literaturpäpstin, so schreibt Elke Heidenreich in der FAZ, wie jämmerlich die dargebotenen Produkte und Arbeiten in der Mehrzahl waren, wie jämmerlich unser Fernsehen ist, wie arm, wie verblödet, wie kulturlos, wie lächerlich. Reich-Ranicki war der Lichtblick. Und Thomas Gottschalk hingegen wird attackiert, als Moderator ohne einen Funken von Witz und Geist. Folge 3. Gottschalk sagt daraufhin seinen Gastauftritt in Heidenreichs ZDF-Sendung Lesen ab und Marcel Reich-Ranicki stellt sich hinter seinen neuen Dudes-Freund Tommy.
Thomas als dumm darzustellen, ist eine Unverschämtheit. Elke hat sich miserabel benommen. Sie hat doch intrigiert. Elke Heinreich fühlt sich verraten und verkauft. Folge 4. Auch ihren Heimatsender greift Heinreich in der FAZ scharf an. Man schämt sich, in so einem Sender überhaupt noch zu arbeiten. Von mir aus schmeißt mich jetzt raus. Ich bin des Kampfes eh müde. Das ZDF reagiert prompt und setzt noch im Oktober Heidenreichs Sendung Lesen ab. Und die vorläufig letzte Folge? Vor 2 Wochen macht Marcel Reich-Ranicki Elke Heidenreich dann doch noch ein Friedensangebot. Ich bin ja ihr nicht böse, sie ist mir böse, aber ich weiß noch nicht warum. Ich bin jederzeit zur Versöhnung mit Elke Heidenreich gern bereit. Ja. Ja. Fortsetzung folgt, Elke. Da folgt keine Fortsetzung. Keine Fortsetzung? Bin nicht bereit, nein. Kein, es war ein Verrat zu viel, nein. Was ist der Verrat? Ich habe nicht intrigiert. Es war ein Verrat zu viel. Jetzt ist gut. Was ist der Verrat gewesen, um es zu verstehen? Ach, alles, was da hinter den Kulissen lief, so viel noch. Also das war, ist ja nie so, wie es in den Zeitungen steht. Da ist ja hinterher, passiert ja noch mehr. Zum Beispiel dieses blöde Gerücht, ich wäre irgendwie neidisch gewesen oder beleidigt, weil ich die Laudatio nicht hätte halten dürfen. Er hat mich darum gebeten, die Laudatio zu halten. Also er wollte, dass Sie die Laudatio halten und dann nicht Gottschalk. Ja, und dann hat das Fernsehen gesagt, nein, das macht jetzt Gottschalk. Und dann hat er gesagt, da musst du eben in die Jury gehen in Zukunft, dass du das machst. Also es war alles eigentlich ganz anders. Und dass er mir dermaßen in den Rücken gefallen ist hinterher, fand ich nicht gut. Und ich bin bleibend böse, ja. Aber es kränkt mich nicht mehr, es ist einfach ein Kapitel zu Ende. Haben Sie einen Grund gefunden, warum er das gemacht hat? Ich glaube, er hat kein Talent zur Freundschaft. Und das nehme ich ihm auch nicht übel. Denn was er alles erlebt hat in seinem Leben, ist es wohl noch schwer, Menschen zu vertrauen, Menschen nah an sich ranzulassen. Ich glaube, das kann er nicht. Und es ist okay, ich bin ihm nicht böse, aber ich will auch nichts mehr mit zu tun. Also wenn da zu viel Nähe, zu viel Lob, dann beißt, zu viel, er. Dann beißt er zurück. Ja, warum haben Sie die Nähe gesucht zu Marcel Reich-Ranicki in den letzten Jahren? Ich habe ihn geschätzt und ich habe Respekt vor seinem Lebenswerk. Ich habe sehr, sehr gemocht, was er mit der Literatur veranstaltet hat im Fernsehen. Und ich habe ja auch sein Buch gelesen und verneige mich vor dieser Geschichte, die er hat. Aber ich habe die Nähe in dem Sinne nicht gesucht, sondern ich war halt die Nachfolgerin. Ich war ja auch öfter im Quartett. Wir waren doch privat auch öfter zusammen. Ja, ich habe ihn abgeholt in die Oper. Ja, das haben wir gemacht. Ja, es hat sich so ergeben. Er hat nicht viele Freunde. Und ich habe mich auch ein bisschen verantwortlich gefühlt und habe mich einfach gekümmert, ja. Wenn man so aus dem Umfeld so andere Stimmen hört, die sagen dann, ach, dieses Bemuttern, auch in diesem Artikel in der FAZ, das vom alten gebrechlichen Mann zu sprechen, das hätte ihm die Nackenhaare hochstehen lassen. Ja, wahrscheinlich hat es das. Aber ihm hat auch die Veranstaltung die Nackenhaare hochstehen lassen. Ich war ja da an dem Abend. Und es hätte eigentlich nur mal einer von den Intendanten oder Programmdirektoren, die diesen Abend zu verantworten haben, auf die Bühne gehen müssen und sagen, wir entschuldigen uns, hier ist einiges schiefgelaufen. Er saß da, er hatte schon so einen roten Hals. Mir war völlig klar, dass der explodiert. Warum haben Sie denn dann so nachgecallt in der FAZ? Da hieß es ja, Thomas Gottschalk hat eine einzige Eigenschaft, die ihn zum Moderator befähigt, nur eine. Er ist nicht intelligent, er ist nicht charmant, er hat keinen Witz, aber er ist reaktionsschnell. Das ist er. Das hätte ich mir sparen können. Aber wissen Sie, so überbordend leidenschaftlich, wie ich im Loben bin und im Positiven, bin ich halt auch im Negativen. Das war alles am selben Wochenende. Ich hatte so einen Hals, ich hatte so eine Wut. Ich habe das sofort raus explodiert und gemacht. Und dann hätte man im Grunde im ZDF mal kurz reden müssen. Und ich hatte vor allem gehofft, es gäbe eine Qualitätsdebatte. Stattdessen gab es eine Elke Heidenreich-Debatte. Das hat mich gekränkt, enttäuscht. Und dann dachte ich, jetzt ist auch gut, jetzt ist auch vorbei. Also es ist ja komisch, die Reaktion von Marcel Reich-Ranicki dann. Der warf ihrer Sendung Lesen auf einmal mangelndes Niveau vor. Plötzlich, nach jeder Sendung hat er mich angerufen. Die Methode der Elke Heidenreich gefällt zwar vielen Zuschauern, aber ich kann es nicht ertragen, wenn jemand sagt, kauf dieses Buch nicht morgen, besser heute noch. Ja. Lesen sei billige Bücherreklame für Frauen und Thomas als dumm darzustellen ist eine Unverschämtheit. Elke hat sich miserabel benommen und dann kommt wieder der Satz, sie hat doch intrigiert. Also ich hatte ja doch großen Erfolg, 5,5 Jahre mit der Sendung, habe viele sehr gute Bücher an die Leser gebracht und ich habe da durchaus das Selbstbewusstsein zu sagen, ich habe das gut gemacht. Mhm. Aber wenn sozusagen der Ausgangspunkt die Debatte über das Niveau des Fernsehens war, wie war denn das Niveau der Debatte zwischen Ihnen und Marcel Reich-Ranicki und Thomas Gottschalk? Da war gar keine Debatte. Bei Thomas habe ich mich entschuldigt. Der ist auf diese Entschuldigung eingegangen. Ich habe gesagt, Thomas, es tut mir leid, das hätte ich so nicht sagen dürfen und sollen. Und mit Reich hatte ich danach nie wieder zu tun. Er war einmal auf meinem Anrufbeantworter. Das klang nicht gut und habe ich nicht zurückgerufen. Ja.